What the Boah, fuck? Boah, das war sau knapp. Das war schon ansatzweise Jumpscare. Morgen, Jungs. Und Mädels. Wir spielen Version 1.2.3. Ist ja einfach zu merken. Heavy. Heavy was? Wie? Wieso einfach zu merken? Ja, wieso 1.2.3? Und ja, die Neuerungen halten sich in Grenzen. Kannst du mal kurz darauf eingehen? Ja. Unser kleiner Latino, Juan J. Pro, hat die MTF-KI verbessert. Und dann haben wir hier noch zwei Bugfixes. Das, genau, was war das eine? Das mit 895, ne? Ja, ein Crash gefixt und ein das mit 895, dass dieser Sarg nicht mehr zu sehen ist. Oder diese Kameraübertragung halt nicht mehr zu sehen ist. Fuck. Bei den Lampen. Ha. Bin rückwärts durchgekommen. Ja, wenn wir diesen Raum nochmal finden, dann probieren wir das diesmal ohne Ring aus, ne? Weil wir sind ja sofort gestorben. Als wir da rein sind. Es war nicht so, dass das Herz erst schneller wurde. Ja, ich glaube, man stirbt immer, wenn man dann keinen Ring hat. Meinst du? Glaube ich schon. Weil ich dachte, das wäre der Bug eben, dass da 895 der Feed angezeigt wurde auf der Leinwand oder was das war. Ja, wie du gerade gesagt hast, normal müsste erst das Herz ein bisschen rasen und dann nach einer Zeit des Draufschauens müsste man dann irgendwann sterben. Und wie haben wir dann den Workaround gemacht? Alle anderen haben das wahrscheinlich gar nicht geschafft, weil die da sofort gestorben sind, dass wir da mit Ring reingegangen sind. Ja, wir sind die Besten, weißt du schon. High-Quality Let's Plays und so. Genau. Portrait. Nächste... Ute Brügger porträtiert ihn. Nächste Woche? Nein, übernächste Woche kommt voraussichtlich ein neues Spiel. Das schimpft sich wie? Ja, keine Ahnung, wir haben es so nicht ausgesucht. Ach so. Nein, wir spielen ein neues Spiel, das wollte ich damit sagen. Ich dachte, ein neues Spiel wird released. Nee. Irgendwas Geiles. Ja, wir müssen ja gucken, was für Horrorspiele es denn noch so gibt. Ja. Die. Und wie immer, ihr könnt ja auch Kommentare schreiben. Eben. Unter jedes Video. Und also nicht unter jedes Video denselben Kommentar, aber ja, das. Es ist egal, welches Video ihr nehmt. Schreibt einfach einen Spielvorschlag und wir lesen es dann schon. Ja. Und da gehe ich einfach mal durch. Am besten sind aber kurzweilige Spiele für dich. Irgendwie schon, ja. Weil bei so Serien lässt halt die Motivation irgendwann auch nach, finde ich. Ja, vor allem jetzt bei Spooky, das ist extrem langwierig, finde ich. Und es kommt aber nicht viel Neues dazu. Ja. Also man könnte das genauso gut auch auf 500 Räume insgesamt. Ja. Aber es hört sich halt, es klingt halt besser, so zu sagen 1000 Räume, denke ich mal. So wie das tausendjährige Reich. Ja. Ich denke mal auch, dass in kommenden Updates da irgendwie noch ein bisschen mehr Spannung reinkommt. Ich meine, im letzten Update war es schon spannender. Die Gegner waren irgendwie... Da kommt doch schon einer. Oder? Ja, da soll sich ein bisschen Zeit lassen. Aber ich sagen wollte, das letzte Update war auf jeden Fall schon ein bisschen spannender als vorher. Oh, guck mal, ich habe die Hand gefunden. Kann jetzt scheinbar auch da hinten in der Ecke sein. Okay. Alles klar. Aber wir haben die das letzte Mal ja nicht gefunden. An diesen Stellen mit den Kisten da. Was passiert hier? Wie was? Ach, egal. Wegen den Dateien? Ja. Ich glaube, der hat ein 4 GB Limit oder so. Ach so. Das ist mit FAT32 umgestellt. Hör, was los? Ich weiß nicht. Soll ich rausrennen? Ja. Hilfe. Please. Rohr des Grauens. Ich glaube, es ist alles gut. Das Rohr des Grauens. Fahrstuhl kommt. Wenn das jetzt eine deutsche Translation hätte, stünde es ungefähr so da. Ja gut. Ansonsten? Was ansonsten? Weiß nicht. Wir müssen hier irgendeinen Talk machen. Einen Talk? Oder nicht? Nee, eigentlich... Was haben denn die Zuschauer und das letzte Video so geschrieben? Weißt du das aus dem Stegreif heraus? Auch nicht.
Es waren letztes Mal sehr viele Kommentare auf jeden Fall, das weiß ich noch, das fand ich cool. Hat sich gerade der Raum irgendwie geändert? Weiß nicht, war es ein 360 wieder? In dem Moment, wo ich geblinzelt habe. Was heißt jetzt rot an oder aus? An. Okay. Ja. Könnte sein, dass es ein 360, nee, ein 180 wäre dann, oder? Ja, 180. 360 wäre ja nichts. Oh. Das wäre dann völlig wurscht. Ja, was ist eigentlich das Ziel für heute? Du wolltest nicht schaffen. Schaffen? Ja, vielleicht nochmal zu den Lampen. Genau. Ja, guckt, da bin ich doch hergekommen, oder nicht? Da war ich doch gerade drin, bei 939. Weiß jemand, was es überhaupt da irgendwie darstellen soll? Wir haben jetzt den Zettel ja nicht gefunden oder nicht gelesen. Wir haben nicht gefunden, ne? Zu den Lampen. Wir haben jetzt da auch nicht. Hatten wir wirklich kein Dokument. Ja, ich hab auch nicht im Wiki geguckt. Wir hätten im Wiki gucken können. Ja. Aber vielleicht weiß es einer und kann es in kurzer Form vielleicht beschreiben. Ja. Weil man sieht ja irgendwie da eine Frau. Scheiße. Man sieht erst eine Frau, die post, ne? Ja. Und dann kommen diese Gestalten und dann denken wir, jetzt kommt ein Gangbang oder so. Und dann treten die am Boden. Ja, Frau Familie haben ja gar nicht gesehen, wie die eine gekillt wurde. Weil ich mich da gerade umgeschaut habe. Und da habe ich zurückgeschaut und dann lag die schon am Boden. Ja, die lag da und dann haben die noch reingetreten, oder? Ne? Müssen wir die komplette Shadow Scene uns nochmal einverleiben, glaube ich. Leute, was geht da ab? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich würde es echt mal interessieren. Gut, also der Tunnel hier bringt rein gar nichts. Das war verschwendete Zeit, das tut mir sehr leid. Und wir bewegen uns nicht. Das soll er mal fixen. Was das überhaupt soll. Weil das ist auch schon ewig so, dass der Fahrstuhl manchmal gar nicht geht. Nee. Oder ist das Absicht? Ja, falls jemand dich verfolgt, dann so. Nein! Genau. Nein! Schnell, weißt du noch? Es wäre mal wieder Zeit, so ein All-SCP-Video zu machen, weil es sind ja jetzt schon wieder etliche dazugekommen, ne? Hm. Na, vielleicht, wenn ich mal Zeit habe. Aber du vielleicht. Nur vielleicht. Da kommt der andere schon. Ach. Kacke. Kriegt er dich da? Nee. Was könnte man denn eigentlich noch für ein Video machen? Um das SCP-Thema irgendwie noch näher zu beleuchten. So. Wie meinst du? Ja, wir haben all SCPs, all Items in dieses andere Ding rein. Was könnte man noch irgendwas machen? Am Automaten haben wir ja auch schon ziemlich viel ausprobiert, ne? Haben wir ja ein Video dazu gemacht. Eigentlich schon, ja. Nee, dann haben wir. Wir haben ja schon fast alles abgedeckt. Ich warte eben noch auf ein paar Zuschauer-Compilations. Wir können selber mal eine machen. So mit uns. Roast us. Da gibt es so diesen Trend auf Reddit, glaube ich. Hä? Was soll das sein? Da postest du ein Bild von dir mit dem Tag Roast Me und dann schreiben dann die anderen Nutzer irgendwas Gemeines. Scheiße. Verfolgt ihr mich jetzt? Wenn ihr uns was Gemeines schreiben wollt, könnt ihr das auch machen. Wir wollen Hater, haben gar keine. Möchte keine. Außer bei diesem All-SCP-Video haben wir eigentlich keine Hater-Kommentare so. Ja. Weil dieses. Die sind auch nur Hater, weil das ein englischer Titel ja, ist. Ja, nur wegen dem englischen Titel und German Nazis und was für sich. Blablabla. Blablabla. Aber hast du es gerade gesehen, wie nah ich an dem vorbei bin und der hat mich nicht verfolgt? Das eine Viech. Vielleicht hat er den Abstand irgendwie so gechanged. Meinst du? Weiß ich nicht. Und der Elevator ist not moving. Aber du, das bei dem All-SCP-Video, das sind zwar viele so Hater-Kommentare, aber es sind auch viele positive Kommentare und viel mehr positive Bewertungen auch. Ja. Also so schlimm fanden es die meisten wohl nicht, dass es nicht Englisch war. Ich meine, erschrecken tun alle gleich, oder? Egal, was für eine Sprache sie sprechen. Und ja. Und ich finde, bei solchen Spielen kann man auch ausländische Let's Plays zum Teil gucken, wenn man halt. Wenn diese Schockszenen hochfrequentiert sind, sage ich mal, dann ist es schon unterhaltsam. Bei uns in letzter Zeit, sicher am Anfang war es besser. Ja, das ist halt, wir müssen wieder ein neues Spiel spielen. Das habe ich ja schon gesagt. Ja. Nächste Woche machen wir ein neues Spiel. Müssen wir was richtig Schockendes raussuchen und dann gibt es wieder Jumpscares. Ja, es ist halt immer so das neue Unbekannte, ne? Das, ja. Das finde ich am schlimmsten.
Bei dem Pizza Delivery, oh mein Gott, war das schlimm. Ich hatte so Schmerzen danach von dem Streik. Scheiße. Jetzt wollte ich schon fast ohne Stamina da durchrennen. Genau, das müsst ihr euch mal anschauen hier. Pizza Delivery, die erste Folge. What the fuck? Boah, das war sau knapp. Das war schon ansatzweise Jumpscare. Wo sind wir denn noch gut erschrocken? Wie wir uns bei Slender früher mal einscheißen konnten, hatten wir richtig Panik eigentlich, ne? Aber dabei ist es gar nicht so schlimm. Bei Arrival war es mies, wo dieser Proxy da auftaucht ist. Das war mies. Das war wie ihm wieder, das war völlig überraschend. Dass war jemand anders kommt als der Slenderman. Jetzt sag ich schon die ganze Zeit, schreib's in die Kommentare, aber jetzt schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr irgendeinen guten Jumpscare von uns wisst. Also das schreibt am besten. Euer Liebling, genau, das ist eine gute Idee. Euer Lieblings-Jumpscare. Ich werde es schon meinen. So. Einer der ersten, der auch irgendwie so 10-mal im Intro, glaube ich, war. Da hast du gespielt. Das war das noch, wo wir so diesen TV-Effekt auf der Facecam hatten? Ja, und es war in dem Raum mit der Grasscheibe. Da habe ich noch irgendwas mit Navigator sagen, habe ich Navigator. Das hast du genau 2-mal geschrien. Ja, das kenne ich, wo ich so richtig so den Mund aufreiß, Alter. Das war, glaube ich, der Beste. Und ich habe danach gelacht. Okay, du lachst immer nach dem Jump. Ja, eigentlich schon. Was lustig ist. Ja, ich lache dann nicht immer, also wenn so richtig harter ist, dann bin ich erstmal paralyzed. Ich fand schon den von Pizza Delivery am härtesten eigentlich. Scheiße. Vielleicht sind die ACP auch zu lang her, die guten. Dass ich mich da jetzt nicht so dran erinnere. Ich würde vor allem ein bisschen die Jumpscares, wie wir bis jetzt insgesamt haben. So eine Compilation mit Counter. Ja. Und das Video, das zeigen wir dann im Kardiologen und fragen, ob das gut oder schlecht ist. Das Scheiße. Das müsste man echt mal nachschauen. Aber anderes ist es ja gut, dass wir... Ich habe jetzt völlig keine Orientierung mehr. Dass wir ein bisschen abgehärtet sind, so. Dann ist es wahrscheinlich nicht mehr so schlimm für unser Herzchen. Ja. Ich weiß nicht, wo ich herkomme und wo ich hin muss. Und ich habe wieder keine Stamina. Ich weiß schon den Titel für Hörst die du das? Episode. Bing, 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 bing. Bin komisch. Ein Klepper, ne? Ganz klar. Ich glaube, da ist irgendwer da Foundation gefangen. Der klopft gegen den Heizungsrohr. Ja, genau. Aufmerksam machen. Das ist dieser eine, der. Dieses Cleaning-Team, das in den Keller da runter sollte und. Oder der Green Man. Ja, genau, der ist das. Aber der ist viel zu cool, um da jetzt um Hilfe zu rufen. Der steht einfach nur da. Ey, ich blick auf dieser Scheiß-Map nicht durch, weißt du das? Achtung! Da darfst du nicht gucken. Ja, da war ich doch schon jetzt dreimal oder so. Ich hab gar nicht vor lauter Reden gar nicht aufgepasst. Also ich glaube, dass in der Folge jetzt nicht viel Neues passieren wird. Ist halt ein Labervideo. Ja. Weil erstens, ich habe mich total verlaufen. Und zweitens, die Zeit eigentlich auch schon wieder vorangeschritten. Das heißt, wenn ich sterbe, ist die Episode vorbei. Ja, aber da geht's doch wieder zu 939 runter und da war ich ja schon, da auf der anderen Seite ist nichts. Ich habe ja gesagt, High Quality Let's Plays. Wie immer. Und wo ist dann der Anfang zumindest? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe nicht aufgepasst. Wieso tust du das nicht? Weil ich so aufs Reden fixiert war. Ja. Ja. Reizt es deine Gehirnkapazität schon aus? Anscheinend. Ich meine, ich versuche ja auch beides gleichzeitig zu machen. Und dann verlaufe ich mich. Siehste? Was ist das für mich? Muss doch dann irgendwo noch eine Kreuzung geben. Ich meine, ich habe noch nicht mal den Raum mit der Glasscheibe gesehen. Das war eine Keycard, aber nur Level 1. Sind wir bei einem anderen Spiel außer SCP? Länder und genau bei dem Dungeon Nightmare sind wir auch einmal hart erschrocken, ne? Da kam doch diese bandagierte Frau plötzlich. Das weiß ich nicht mehr so. Da sind wir, glaube ich, auch ziemlich hart erschrocken. Müsste man mal nachschauen, keine Ahnung. Also mein Favorite ist auf jeden Fall Pizza Delivery.
Ha, ich habe den Anfang gefunden. Das heißt, hier waren wir noch nicht. Jetzt sind das die zwei CPs, genau, sehr gut. Was, was? Der stand gerade wieder hier mit dem Raum, oder? Kann das sein? Für einen kurzen Moment. Ja, es hat irgendwas geflackert. Moment, fangen. Ja. Und gucken, ob ich es noch hinbekomme. Corrosion. Und dich selber zu töten. Ja. Oh yeah. Shocking Circumstances. Was hast du gegeben, Junge? Hat das etwas mit Circumcision zu tun? Was? Kannst du mal googeln. Oh ja. Da komme ich noch nicht rein. Wer ist da drin? Jetzt komme ich da aber rein. Das ist gut, jetzt machen wir auf einmal Progress. Auf einmal. Wie wär's, wenn du das einfach durchspielst? Ja. Ist gut, ne? Wenn wäre schon so eine Option. Mach doch jedes Mal. kann ich jetzt von da? Nee. Aber da kann ich die Gasmaske. Ja, hab ich noch nicht. Nee, ist nicht der Start, aber ist der. Ist nicht Diebstahl, was du da gerade. Der Startraum halt. Das geht hier ums Nachtüberleben und an Betracht der Umstände ist das durchaus gerechtfertigt. Schlicht, ja. Arbeitnehmer entwendete Arbeitsmaterialien. Ich bin ja nicht Arbeitnehmer, oder? Ich bin ja Gefangener oder sowas. Ja, aber die haben das Versuchsobjekt. Die lassen das bestimmt so dastehen. Und dann gab es da jetzt Eskalation und Zwischenfall und deswegen ist jetzt Ausnahmezustand. Okay. Ja. Ich speichere jetzt hier an der Stelle mal. Nicht, dass ich hier unsere Chancen versemmel. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber wann kommt Paranormal Activity, der nächste? Oktober oder sowas, ja, glaube ich. Ja, okay. Da gehen wir auf jeden Fall rein. Ja. Da müssen wir rein. Mit so einer Review, oder? Review? Ja, kurz halt. Ich weiß nicht, wo der Navigator gelandet ist. Ich hoffe, der ist noch drinnen. Und Dezember kommt der neue Star Wars Film. Willst du den anschauen? Ich bin ja, ja, aber meine Ansprüche, nicht Ansprüche, meine Erwartungen sind ziemlich weit unten. Ja. Es ist gut, wenn du nämlich keine hohen Erwartungen hast, dann kannst du mich enttäuscht werden. Das war bei Guardians of the Galaxy so. Da die halt voll niedrige Ding Erwartungen. Ich glaube, ja, ich vor allem. Bei Guardians of the Galaxy, ne? Ja, ich vor allem, weil ich ja nicht so viel von Superhelden und so halte und das war ja von Marvel, glaube ich, ne? Ja, Marvel, da ist es dann nochmal ein Schlimmer, würde ich sagen. Das dann richtig gut. Der war richtig nice. Den habe ich neulich sogar nochmal mit meinem Bruder geschaut. Ja, das ist. Jetzt entwickelt sich jetzt zu einem Filmkanal, ja. Empfehlung von uns, Guardians of the Galaxy. Aber der ist auch schon mittlerweile wieder ein Jahr alt, ne? Geht möglich, ja. Was? Wie die Zeit vergeht. Also bin ich doch in die falsche Richtung gelaufen. Oder was? Ja, klasse. Ja, gutes Buch brauchen wir nicht. Aber den Schlüssel vielleicht. Ja. Den nehmen wir auf alle Fälle mit. Safe is safe, ne? Wir waren auch schon lange nicht mehr drin in diesem komischen Wald. Wann kommt der in welcher Zone? In der letzten? Entweder das oder in der Heavy Zone. Ich glaube, in der Heavy Zone kommt er noch. In der schweren Zone. Ich. War da noch was? Bin ich bis zum Ende gegangen? Glaub nicht. Das war jetzt die Ultimate. Ja. Und da sollte auch mal den Text wieder fixen, dass da steht: It feels easier to breathe than normally. Stand früher bei der Ultimate Gas Mask. Echt? Steht nicht mehr da? Nee. Steht einfach nur: You put on the mask. Put on the mask. Und dann musst du rein und gucken, ob sich die Stamina schneller regeneriert oder eben nicht. Hast du eigentlich dann auch die Omnicard? Ja, ich habe die extra gezeigt. Guck mal, ich habe zwei Omnicards. Fuck. Habe ich zwar nicht gesagt, aber ich habe hier schau mal gesagt. Okay, okay. Was? Ja. Das war jetzt unvorhersehbar. Nächstes Mal mit Speichern, oder? Ich habe gespeichert, aber ja? Also. Wir können auch den Spielstand vielleicht weitermachen. Okay, machen wir. Weil zwar, dass es ein Sackgasse ist, kann ich in die andere Richtung gehen und genau, wisst ihr Bescheid. Ihr sitzt dann leider erst nächste Woche.
Aber bis dahin bleibt es schon geschmeidig und bis dahin. Genau, tschüss.